CSGO. So sieht's aus. Also, es geht los mit der Gruppe A für NIP, die Ninjas in Pyjamas, das erste Spiel, genauso wie für Anexis hier in der Fnatic Breakout League, und wir gehen direkt in die Knife Round. Ich hab die IP mal noch nicht, ne? Das ist die gleiche wie vorhin. Ah, okay. So, noch kein Knife Rack gefallen, dafür bei Glaive nur noch 23 AP. Wird wohl als CC starten. Ja, das befürchte ich auch. Ja, irgendwie leckt das Spiel ein bisschen bei mir. Gestern war da viel flüssiger, glaube ich. Schokai schreibt hier: Knochen, weißt du, was jetzt mit Nuki ist und so, ob er weiter CSGO spielen wird, also in ein neues Team, bitte sagen. Ja, dazu gab es ja auch eine Meldung bei uns auf 99 Damage, und ich habe gestern mit Nuki gesprochen. Also wir haben schon ein paar Angebote auf dem Tisch, paar, die, über die man nachdenken kann, paar, die halt ja, mehr oder weniger direkt wieder zu löschen sind. Vanille mit dem First Track an der Rampe. Ja, da kriegt sogar beide weg. Rampe ist jetzt auf jeden Fall offen, und Exist pusht. Währenddessen Pommes hat er die Bombe gemacht, kriegt jetzt aber sehr gute Hits, 40 AP noch bei ihm. Get Right kommt über Abgang nochmal spotten, sieht nichts. Ja, checkt außen, kann außen ausschließen jetzt erstmal. Und Exist ist auch schon unten, also Freeberg muss da aufpassen. Freiberg. Und jetzt kommt Nico erst außen, also sehr, sehr spät. Anexis lässt sich sehr, sehr viel Zeit in dieser First Round. Wir wollen erstmal Get Right geht sogar nochmal schauen. Und jetzt hat er sogar das gute Timing. Oh, kassiert, boah, direkt kassiert von Nico. 2 gegen 4. Boah, dann Exist mit guten einer guten Shots. Posi. Noch ein guter wieder. Shot. Und Nico hat auch schon seine Hits. So, Exist, jetzt muss es Freiberg machen. Und Pimp wird natürlich da oben planten gehen. So, den Instep hat er gehört. Oh, Freiberg, oh ja, kann er das machen! Das war ein ganz, ganz wichtiger Frag. War da im Bedrängnis von zwei Seiten, und jetzt sind es nur noch 2 Sekunden und die Runde geht an. Oh mein Gott. Das gibt's doch gar nicht! Die Runde kann man eigentlich überhaupt nicht mehr die abgeben bei Anexis. So, die kann man eigentlich nicht mehr abgeben. Und da sie sich so viel Zeit gelassen haben, geht's hier am Ende dann aus für NIP. Exist mit ganz starken Frags. Und dann Freiberg, der war wirklich sehr, sehr wichtig. Plantet der Spieler am Spot hinter den Silos. Ja, haben eben sie auf jeden Fall geplant. Er wusste sogar, dass er da ist und geht noch auf ihn nee, drauf. Er wusste das erst, nein, das wusste er erst, als er gesehen wurde. Und dann war es schon zu spät. Aber das ist natürlich bitter. Forrest nehmen jetzt schon Radio ein. Pushen gleichzeitig aus der Pommes. Ah, Wahnsinn. Da geht's mal wieder direkt gut los zu NIP. Obwohl diese Runde da eigentlich schon verloren war. Wahnsinn. Erinnert mich irgendwie an Fnatic gestern. Zum Teil. Ja, schauen wir mal, ob der Nexus da weiter solche Runden hat. Jetzt gibt's Tür-Push, Pommes-Push. Existenz und alles rum einfach. Ja. Da wird einfach nur durchgeprügelt. Komme, was wolle. So, mal sehen, was sich in Nexus einfallen lässt. Bin gespannt, was sie spielen. Bei NIP 4x M4, einmal Farmers, keine AWP. Und bei Nexus sehen wir Nico mit der AWE. So, geht doch außen. Da geht erstmal auf den Täter, wird wahrscheinlich auf den Sieg und jumpen. Ja. Kommt nicht drauf. Junge, du brauchst keinen Strafe Jump. So, Posi gewechselt.
Get Right, kommt Exit. Get Right, ja, wie immer. Ne, der ist in der Garage drin. Also Shop. Garage? Nur, stimmt. Ja. Ich hab gerade noch auf Radar geguckt. Das ist übrigens auch eine der Änderungen, dass hier links jetzt noch so ein Bütchen da ist. So ein was? So ein Bütchen in der Garage. Kleine. Oh. Ne, vom Abgang halt. Ja. Und Exist. Kommt dann wieder mit Timing rum. Ist direkt drauf. Auf MSL. Lassen sich einzeln picken gerade und ja, jetzt die beiden Außenspieler dürfen da auch gleich bekannt sein. For a save. Fällt da runter, weiß ich, ob er das überhaupt noch gewollt war. Dann im Fallen und dann ist sofort wieder der Headshot da. Also, Waffenrunde war, keine Ahnung, ziemlich enttäuschend. Die Außen wollten die zwei was machen, währenddessen gehen die Vorraumspieler halt da unter der Rampe. Also, das darf nicht passieren. Die haben ja nicht mal mit Flashes gepusht, also sie sind einfach rein, haben gespeckt und die Gegner halt geholt. Ja. Müssen die TSD Frags machen. Und wenn schon sowas passiert, dann ist es ziemlich schlecht. Kannst auch nicht spielen. In der Halle, Tür raus, Pommes raus. Wieder einfach umgesetzt. So, Smoke an der Lampe ist jetzt weg. Über Speck ist einer in der Tür. Nächste Runde, 5-0 für Nip. Also bisher die knappste Runde war die Pistol Round. Ja. Die hätte eigentlich nicht knapp sein dürfen. Und jetzt kommen schon erste Kommentare. Please, Valve, nerf, nip. Vielleicht im nächsten Update. Nicht nur die Legals, sondern auch die Steam-IDs. Ja, ja, nicht unbedingt gebannt, aber man könnte ja hier wie in Street Fighter oder so Handicap, dass sie nur mit 80% spielen oder so. Ja. Nee, Idee. Bin ich gleich mal an Valve. Ja, vielleicht schickt ja Trouble noch mal eine E-Mail ab. Nico außen wieder mit, aber diesmal alleine. Ja, die machen gar nichts, die warten halt im Vorraum. Get Right macht aber auch nichts, also zieht immer sehr, sehr spät dann auf Timing rum, wartet, reagiert dann nur. Jetzt können wir mal auf Get Right schauen, wie er darauf reagiert. Frag vorne in der Halle gefallen. Er wird ein bisschen mobiler, schaut immer wieder nur Richtung Main, außen, Abgang. Lässt ihn da erstmal völlig kalt und jetzt strafe er dann immer weiter rum, wenn die Mates da ein bisschen mehr Kontrolle haben. Jetzt zum Beispiel Exist, zack, macht die Bombe, holt ihn direkt und jetzt wird auch Get Right offensiver gehen, so, da seht ihr es. Ja. Also, das ist halt gut, er lässt seine Mates arbeiten, reagiert dann darauf, wenn irgendwas auf der anderen Seite passiert. Und so lange ist er eigentlich eine komplette Unbekannte da außen. Also von daher wäre Nexus vielleicht mal ein bisschen daran beraten, hier schnell außen einzunehmen, alles abzusmoken, hier Garage wegzusmoken und damit eben von hier nichts kommen kann, Main und auch Garage und dann einfach mal schnell hier Abgang einnehmen. Dann verzögert irgendwie zwei Richtung Rampe nachschicken, die dann da versuchen einzunehmen. Und dann kann man nochmal gucken, wie es aussieht. So, jetzt Get Right. Weil... warum weiß ich nicht, aber jetzt ist er auf jeden Fall erstmal mit Halle dabei, entgegenzustehen und dann schiebt er Außenabgang noch. Ja. Der kriegt dann noch eine Flash von der Halle, dass er außen specken kann, aber das habe ich noch nicht gesehen bei denen. Ja, gar nicht so schlecht, sie? Kannst. Kommt sie, ja. Kam sie jetzt schon. Ja, Forrest geht erstmal, mitspotten. So, jetzt gesehen worden. Und dann schiebt er weg. So, Get Right könnte da jetzt eigentlich was machen, aber. Ja. Ist ja kein Bedarf da, der Rest kann ein bisschen was machen. Das spielt sich schon okay, also er muss da nichts riskieren. Könnte natürlich, weil sich der da auf Silo, auf Forest konzentriert und dann hätte er da rausziehen können, aber er weiß ja nicht, ob da vielleicht jemand roter Container ist oder so. Also MSL ist auf dem T-Dach. Mit der Flash in der Hand.
Jetzt, ja, es kam die Flash, es kommt die Gegenflash von Nip. Aber. Lieber Explosion. Oh, und get right! Stark von ihm! Ja. Was für zwei Dinger wieder von der Welt. Viel schneller er da ist. Ja, und dann einfach seinen Strahl einfach mal rausgeknallt. Der schießt wirklich mit Laserkugeln. So, ein Anti-X-CSP-Knochen auf HLTV unter den Comments zu deinem Stream findest du das Dimitri-Video. Also, ich bin gespannt. Schreibt es auch da nochmal. Haus auch nochmal bitte bei 99 Damage in die Comments rein. Das wäre super. Jetzt schaue ich es mir nachher an. Guck mal, wie schnell das geht hier. Bei die Runde 8-0. So. Ja, ich keine Ahnung. Bei 16.000. Ich denke mir die ganze Zeit, irgendwas, die machen irgendwie gar nichts an, nichts, finde ich. Echt nichts. Warten im Vorraum, ganze Zeit. Wahrscheinlich halt, weil Nip die ganze Zeit offensiv kommt. Haben wir ja auch vorhin einen Track bekommen und erst dann wollen sie halt gehen, ich weiß nicht. Muss halt schon irgendwas machen. Können halt auch einfach einmal gammeln lassen. Und die anderen vier gehen irgendwo rein oder so. So, Gateway super blind, schiebt da schnell Richtung Garage rein. Ja, hat er ihn daran gesehen? Ich glaube nicht. Ja. Annex ist wieder mit dem Standard. Also, zwei arbeiten außen davor, die anderen drei decken Vorraum wieder nur ab. Ja, aber, also, du siehst, gerade am Anfang, man ist immer sehr, sehr kompakt. Jetzt war zum Beispiel Forrest wieder mit außen dabei, nimmt dann spät Rampe ein, solange lässt er Fifflin alleine. Jetzt ist Forrest da gewesen, jetzt macht Fifflin Stress. Friedberg. Jetzt sind zwei in der Halle drin. 3 gegen 2. Ja, kann nichts mehr machen. Okay, weil der weiß, dass da noch einer Main ist. Gute Fläche. Jetzt kann er sich da erstmal eine neue Posi suchen. Der Step wurde gehört. Erste Runde in Nexus. Aber trotzdem, noch gut rausgespielt davon Get Right, wieder viel Zeit rausgeholt. Wenn der Main sich dann halt zeigt, ist er down und dann hat er das 1-on-1-Duell. Ich wollte schon gerade sagen, was sie gerade gemacht haben, war gut. Sie wissen, dass Get Right defensiv deckt relativ. Die können eigentlich außen schnell in Richtung Main durch und Halle kann von außen reingeflasht werden. Ja. Wenn sie quasi Halle splitten, das hat jetzt vorhin auch gut geklappt. War Get Right außen mit dem First Track. So, und auf die Frage in den Comments auf 99 Damage von Shokai. Nuki, die sind momentan fleißig am Trainieren. Da. Deshalb momentan keine Zeit, als Koma da einzuspringen. Die Woche steht da relativ viel Training auf dem Programm. Und jetzt geht's mal gegen Fifflin. Forrest auch mit dabei, setzt den Avershot nicht. Doch, hatte ich. Ja, den zweiten. Und Get Right, 15 HP, kommt aber weg. Und 2 gegen 2 Situation. Und rettet sich der erstmal direkt in den Schacht. Der Rest, beziehungsweise die beiden dänischen Spieler da immer noch an der Rampe. Das könnte die Runde von Pimps werden, auf jeden Fall. Von Pimp. Jetzt wird sie nicht mehr. Boah, schöner Headshot von Nille. Ja, die Bombe hat er auf jeden Fall. Weglaufen durch die Wand noch. Berg hört ihn schon, dass er mal hinkommt. Duell. Er weiß halt nicht, wo er ist. Aber ist runter, 10 Sekunden noch. Bombe er weiß, dass er legen muss. Funktionieren. Ja, und dann ist Freiberg da drauf, Mann. Macht es. Neunte Runde Nip, Nexus. Eigentlich wieder Money Broke, aber der Bomb Plant könnte ihnen da geholfen haben. Ah, nee. 2, 6, 3, 5. Einer, ja doch, einer kann legen. Ja. Und der andere, die ja, restlichen können kaufen. Ja, funktioniert. Läuft. Thank you.
Der Fall draußen offensiv, geht down. Aber man muss auch dazu sagen, der Nexus spielt, wie du vorhin schon richtig angemerkt hast, sehr, sehr langsam. Also man sieht da einige Teams, die sehr, sehr schnelle Goals spielen, zum Beispiel ESC, auch NIP. Da wird dann die Tür zum Beispiel aufhäht und man nimmt eben sehr, sehr schnell die Halle ein. ESC hat da eigentlich schon ganz gute Goals. Dann bängt wieder einer an der Rampe, fast am Radio. Kommen die Frags fast gar nicht mit, das ist irgendwie komisch, wie da geschießt wird. Ja, ich war jetzt auch auf diese Runde eigentlich keinem drauf. Schlecht von mir, aber... Teilen sich halt darauf Details, also ich weiß nicht, ich finde jetzt gerade... Ja, man lässt sich dann überall einzeln picken und man hat gerade nicht irgendwie den Fluss, als würde man da irgendwas zusammen versuchen, was abgesprochen ist, sondern jeder versucht so seinen Pick zu machen und dann, ja, auf den First Frag, den man dann hoffentlich hat, zu reagieren und daraus eben was zu machen. Und das funktioniert halt leider nicht. Weil NIP, wenn sie mal einen First Break fangen, sofort versuchen, irgendwo wieder auszugleichen und die Wege und Räume sehr, sehr eng machen. Aber ich bin gerade bei der... Ah, siehst du's. Ja. Geht schon wieder weiter. Gerade bei der Nuke-Version. Musst du... Also es ist außen, das Exit, weil es vorne dran ist. Du kannst sau schnell außen runter gehen oder Halle gehen, Rampe gehen, du musst ausnutzen halt, so dass die CTs die ganze Zeit schieben müssen. Du kannst halt nicht immer das gleiche spielen. Du kannst dann schnell eine Halle-Go machen, dann schnell außen gehen und dann wieder abbrechen, weil sie dann wieder verschieben. Du musst halt ausnutzen. Das ist das Beste, was du auf Nuke gerade machen kannst. Nix lässt sich da viel zu sehr einschüchtern. Probieren sie Halle schnell raus. Oh, mit Freiburg ist mal sehr, sehr spät da. Oh, schade. One-on-One-Duell. 12 HP. Geht runter. Oh Gott. Aber er läuft den besten Weg, den er laufen kann. Oh, und... Ding hat's auch gut gemacht, Pims. Ja, also gut, dass er sich da geduckt hat. Ja. Das war gut gespielt, ja. Also wenn er sich da nicht geduckt hat, hätte, dann hätte Forrest ihn wahrscheinlich noch gesehen. Ja. Und wahrscheinlich auch noch gehittet. Ja, Freiburg da gerade mit ein bisschen Pech. Hat er den ersten, wollte er hinterher pushen, dann kam ihm noch ein zweiter vor die Flinte, den macht er und der andere hört ihn dann, guckt nochmal nach hinten. Wieder Provinz mit dem Halle-Go. Ah, endlich mal was Schnelles, so, gucken wir mal. Aber alle blinkt. Boah. Ja. Das war jetzt aber auch keine große Überraschung, dass sie jetzt irgendwie was Schnelles hinterher spielen. Ja, eh. Ja, fast. Wenn er nicht den Schritt hinter dieses kleine Silo macht, gegen den Tank macht, hat ihn die ja eher Forrest mit dem Kill, 12-2. Ja, gestern 12-3 gesehen. Was hatte ich gesagt? 12-6? 12-6 hattest du gesagt, das ist korrekt. Schauen wir mal, vielleicht letzte Runde Taser von NIP. Das zumindest noch nicht verboten hier. Bis auf die Deagle. Pip hat jetzt einen gesehen. Das gibt's doch nicht! Dieser Gitwein, der wird gesehen und der darf doch da keinen mehr machen. Das gibt's doch wirklich nicht. So, Nille letzter gegen 4. Auf Wiedersehen. Doch nicht, existent. Oh, 13-2. Also ich glaube, bei dem Spielstand, da kann auch dein 16-6 Tipp am Ende gefährlich werden. 13-2, tja. Lass ich schwöre, die holen bestimmt noch keine Runde an. 16-2. Ja, mal schauen, also die Pistole war ja knapp und als CT vielleicht stehen sie da ja ein bisschen solider. Aber ein Sieg ist hier definitiv unrealistisch. Ich bin wirklich gespannt auf NIP gegen Lemon Dogs.
Meistens ist es ja so, dass die ja, internen Teams aus den gleichen Ländern sich eben deutlich besser kennen. Man häufiger mal gegeneinander auch trainiert. Vielleicht wird es da ja ein bisschen spannender. Glaive sieht gleich aus dem Auflauf. Laufen werden, Nico auch. Ja, ciao. Glaive sofort in Schach geschoben. Hast Laufweg gesehen aber? Es war richtig gut gespielt. Von wem? Der Xist ist rückwärts gelaufen, hat sich nur auf Main konzentriert, also ist schon abgesprochen so von denen. Ja, ja. Bei vielen Spielen dann kannst du sowas nicht sehen. Und dann, ja, jetzt wollte er den nächsten, ich frag schnell. Mich, ja, was Nille macht. MSL könnte da gleich einen machen. Ja, macht ihn auch. Tim kommt auch nochmal außen hoch, da wartet aber Fipperin hinter der Kante. Und dann sind die nächsten down, zack, ja. Mal kurz hier noch den Jungs antworten. Hey. 14:2. MSL holt sich schon eine Pumpgun, also die haben schon aufgegeben, glaube ich. Er will den Get Right machen. Es ist super weit vorne. Doch, geht jetzt das ab. Hille. Kein, ja, kein. Nehmen die Rampe sehr, sehr vorsichtig ein. Also wissen wir nicht, ob da vielleicht irgendeine Falle gebaut ist. Es ist, schaut nochmal. Direkt. Nächster Down, MSL unten. Nico verliert den Fight oben. Zack, und Blade Blast. Terrorist win. 1:17, das muss doch mal schaffen. So, und eine Runde, in der man mal alle Frags gesehen hat. Auch das. Eigenlob stinkt, aber auch das darf man mal hervorheben, ja. Glaive 1, 17 Stats. 6 Scorer-Punkte. Ja, da darf Glaive darauf hoffen, dass er hier nicht von Global Elite runtergestuft wird. Bot Troy kommt. Ja, ersetzt hier. Das ist nochmal so eine. Natürlich, All-In-Runde. Ach, oh nee. Das ist wirklich. Und der nächste. Ja, das. Tut einem auch ein wenig leid, wenn man so abgefrühstückt wird. Ja. Also immerhin, schöne Geste dort von Anexus. GG, well played, schreiben sie alle. Da kann man auch wirklich nur Respekt haben, den Hut ziehen vor so einer Leistung. GG, NIP gewinnt hier ihr Auftaktmatch in der Fnatic Fragout League mit einem 16:2 am Ende. Überragende Vorstellung und wir warten gleich auf das nächste Match. NIP gegen Lemon Dogs und danach folgt noch eine Partie, nämlich Navi gegen Anexus. Und dann mal schauen, ob Anexus hier ihren ersten Sieg holen kann. Wir sehen uns gleich zurück auf 99 Damage mit der Fnatic Fragout League.